Michael von Mobiflip und vor uns liegt das Huawei Ascend P6 Smartphone mit Android 4.2.2 und Emotion UI Oberfläche. Letztere werde ich euch mal demonstrieren, indem wir das Gerät einschalten. Der Knopf befindet sich dazu hier. Wir werden begrüßt mit dem Lockscreen, der links die Kamera aktiviert, rechts den Entsperrvorgang. Dann kommt die normale Homescreen-Ansicht mit einem Wetter-Widget, Galerie-Widget, Musik-Player, Kontakten, Google-Suche, die Haupt-Apps, die man unten festlegen möchte. Wir haben, wie beim MIUI-Launcher, einen Homescreen, der die ganzen installierten Anwendungen durchscrollen darstellt und keinen ganz normalen Drawer, wo man einfach hoch und runter scrollt. Wie ihr an diesem schönen, wunderhübschen Effekt hier sehen könnt, gibt es da nette Überraschungen, die zu denen gelangt man, indem man lang auf den Homescreen drückt. Dort gibt es die Übergänge. Da kann man dann auf Perspektive schalten, wie zum Beispiel jetzt zu sehen war, oder auf, weiß ich nicht, Box zum Beispiel. Dann ist es wie so ein kleiner Würfel. Mir persönlich gefällt der Zylinder sehr gut. Macht schon was her, wenn man hier so durch die Homescreens wischt. Ansonsten kann man durch ebenso langes Drücken auch auf die Widgets gelangen, die man dann hier unten durchscrollen kann. Hier oben kann man die Homescreens einstellen. Dann sucht man sich irgendeins raus, drückt lang drauf und schiebt es auf den jeweiligen Homescreen, wo man es haben möchte. Kann es natürlich dann jetzt hier auch wieder nehmen und verschieben. Größen ändern hat man gerade noch gesehen und so weiter, alles möglich. Des Weiteren gibt es Ordner, die man erstellen kann, sieht man hier zum Beispiel. Die kann man natürlich auch umbenennen. Ganz einfach Icons nehmen, reinziehen, dann wird ein neues hinzugefügt. Die ganze Oberfläche gibt's, für die ganze Oberfläche gibt es Themes, also Designs, die man hier auswählen kann. Die gibt es hier lokal schon vorinstalliert. Momentan habe ich dieses Taste in Grau, passt wunderbar zu dem gebürsteten Alu. Man kann auch zum Beispiel mal das hier auswählen. Ich werde das jetzt mal anwenden, dann könnt ihr gleich mal schauen, wie sich das auswirkt. Wunderbar, Windows meldet sich auch zu Wort. So, hier haben wir jetzt die neue Optik. Man sieht sehr schön, dass auch die ganzen Widgets angepasst werden. Der Hintergrund wird angepasst, der Sperrbildschirm wird auch angepasst, auf, je nachdem, was man installiert. Jetzt noch nicht. Ich zeige es euch gleich. Indem man auf Design geht, dann aktuelles Design anpassen, kann man auch den Stil des Bildschirmentsperrens einstellen. Momentan haben wir den mit Linkskamera rechts entsperren. Wir können auch den hier mal nehmen. So sieht es daher aus. Wir gehen auf Anwenden. Das geht dann recht fix. So, sollte er jetzt schon aktiviert sein. Wir schalten die Kiste aus und wieder an und haben jetzt ein Lockscreen, wo man oben die Kamera, links Dialer, runter entsperren und rechts die SMS hat. Zum Beispiel, man kann über die Designs natürlich alles andere wie Hintergrund des Bildschirms, das ganz normale Hintergrund-Wallpaper, Stil der Symbole und so weiter, alles einstellen kann, Schriftart, alles möglich. Wirklich sehr schön, erinnert wirklich auch sehr stark an MIUI. Was uns dann nicht stören soll, macht auf jeden Fall was her. Soviel zu den Designs. Widgets haben wir auch gehabt. Wir können hier oben die Benachrichtigungsleiste runterscrollen. Hier gibt es die Benachrichtigungsteile zum Durchscrollen. Nicht Benachrichtigungsteile, ich meine die Energiesteuerung, welche durch den Druck auf Mehr angepasst werden kann. Da kann man also praktisch hier noch weitere Icons hinzufügen oder verschieben oder dergleichen. Wir gelangen auch über den gleichen Punkt in die Einstellungen rein. Da gibt es auf Allgemein eine Schnellübersicht über die wichtigsten Punkte, Schriftart, Schriftgröße, Helligkeit, WLAN und so weiter. Wenn man auf Alle geht, sieht man die ganzen restlichen normalen Menüpunkte. Wir fangen mal ganz unten an, über das Telefon. Wir haben 2 GB RAM, 4-Kern 1,5, CPU, Auflösung 720.280, Android 4.2.2. Das Ganze hier ist noch eine Vorseriengeschichte. Ich weiß nicht, ob das die aktuelle Firmware bleibt, wenn es dann rauskommt. Soweit so gut. Wir haben hier eine kleine Firewall drin, die eben den Benachrichtigungsbereich konfiguriert. Das heißt, die Benachrichtigungsleiste, die hier runtergezogen wird, blendet immer wieder ja Nachrichten diverser Apps ein. Die können eingestellt werden über diese Geschichte. Das heißt, immer wenn eine neue App kommt, die da was reinbringen wird, erscheint ja schon mal die Benachrichtigung der Firewall. Darf das Programm das und sofern das bejaht wird, dann erscheint es erst. Also die kleine Firewall hier drin. Dann gibt es einen Glove-Modus, Handschuh-Modus, wenn man den einschaltet, dann sollte das Display bedeutend empfindlicher reagieren. Wir haben, was haben wir noch? Eine Energieverwaltung. Die zeigt mir oben an, wie lange der Akku noch halten sollte. Ich kann es einstellen auf normal, intelligent und Höchstdauer. Macht in dem Fall jetzt einen Unterschied von 9 Stunden bis zu fast noch 11 Stunden. Man kann das auch in Zeit an,
zeigen lassen, was aktuell noch verfügbar ist für Gespräche, für SMS und dergleichen. Recht hübsch gemacht, das Ganze. Den Speicher habt ihr schon gesehen, ich zeige es euch gerne nochmal, gibt es hier oben. Ich habe testweise auch eine SD-Karte drin gehabt mit 64 GB, war überhaupt kein Problem. Und ja, soweit würde ich sagen zum Gerät, zu der Oberfläche. Wir haben das gesehen, die Effekte, die Ordner soll es eigentlich gewesen sein. Wenn ihr möchtet, können wir nochmal geschwind das Gerät so anschauen. Wir haben an der Seite hier eben die zwei Slots für Micro-SD und Micro-SIM-Karte, Lautstärke, Power-Knopf. Hier oben diese gerundete, abgerundete Geschichte, die schon wirklich sehr an iPhone erinnert. Auf der Spitze hier unten gibt es ein Micro-USB. Ich versuche es mal kurz, ob man scharf sein kann. Action. Nein, packt er nicht ganz, aber Micro-USB und Mikrofon. Auf der Rückseite ist nur Seriennummer, weil es eben, wie gesagt, Vorabgerät ist. Da wäre der Klinkenstecker zu finden. Mit diesem Nupsi, der dahinter versteckt ist. Auf der einen Seite praktisch den Klinkenstecker vor Staub schützt, ist ein Nupsi drin, mit der Spitze man dann die zwei Slots aufmachen kann. Die Unterseite des Geräts ist abgerundet. Auf der Rückseite haben wir Lautsprecher und Kamera mit LED-Blitz. Auf der Frontseite gibt es eine 5-Megapixel-Kamera. Und wir haben, vielleicht noch zum Schluss zu erwähnen, einfach ein wunderbar tolles Bildschirmchen, was sogar, selbst wenn man es recht schräg hält, wie ihr hier seht, und mit Licht immer noch sehr gut ablesbar ist. Also dieses IPS Plus Display macht auf jeden Fall was her. Soweit von mir zum Huawei Ascend P6 und mehr dann im Testbericht. Ciao.